Jo Leute, willkommen zurück bei Let's Play Kingdom. Ja. Nein, Final Fantasy 9. Ja, genau. Es geht mal wieder weiter mit diesem grandiosen Let's Play meinerseits. Schleim, Schleim. Das letzte Mal in Lindblum stehen geblieben, haben wir den Auftrag bekommen, nach Burmessia zu gehen. Yeah! Ich habe ein bisschen trainiert, wie man sieht. Sedan Stufe 14, Vivi Stufe 14 und Freya Stufe 15 sogar. Ich habe nicht viel trainiert, aber ein bisschen, weil für die nächsten Level und Dungeons und keine Ahnung was, möchte ich eigentlich schon gut vorbereitet sein. Das, was ich in diesem Video jetzt machen möchte, ist, oder befindet sich, what the knows, befindet sich in diesem netten Sümpfchen da drüben. Ich glaube, ich habe es schon mal angesprochen, und zwar kann man in diesem Sumpf einen neuen Charakter bekommen. Oh yeah! Ach nee, was willst du denn hier? Was will der denn hier? Bam, 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 bam. Dieser schwule Hussard mit seinem Zerhieben da. Bam, du bist jetzt schon mal down. Boah. Ja, ich mache impermäßig Schaden. Bounce. Das gefällt mir. Na, 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 na. Das gefällt mir, dass ich so viel Schaden mache. Wie gesagt, irgendwann reicht's mit dem Trainieren und dann braucht man das auch nicht und dann dauert es auch schon zu lange. Deswegen habe ich gedacht, Stufe 14 ist in Ordnung. Das reicht erstmal aus für die nächsten paar Sachen. Denn der nächste Boss ist ein harter Brocken. Das kann ich euch schon mal sagen. So, wo sind wir denn hier? Okay, Kusmorast. Okay. Ja, natürlich. Viele von euch werden auch schon wissen, was uns hier erwartet. Aha. Ich freue mich schon darauf. Sowas von. Bom, bom. Ah, erkennt ihr noch diesen steifen Bommel hier? Mockmeier. Hier ist sein Zuhause in diesem dreckigen, stinkenden Sumpf, Kupo. Mockmeier erleuchte uns. Oder auch nicht. Oh, was ist das denn hier? Ich weiß gar nicht mehr, wo ich hin muss. Überhaupt keinen Plan. Ah, ne. Ah, da habe ich schon meinen Kandidaten. Ja, aber. Hunger, Mumpf. Fleißige Beobachter. Ey, alter Fetzer, geh mal aus dem Weg hier. Fleißige Beobachter werden diesen netten Zeitgenossen wiedererkennen. Und zwar haben wir den schon mal in Alexandria gesehen. Im Schloss Alexandria, um genauer zu sein. In der Küche. Genau, den haben wir da schon mal gesehen. So, was ist hier? Oh, ein nettes Häuschen. Ein nettes Häuschen, mitten im Sumpf. Oh, gleich die nächste Type hier. Kuh. Das Lieblingsgericht der Kuh sind Frösche aller Art. Sie schenken uns Lebenskraft, Mann. Yeah. Okay. Wir kennen ja schon ziemlich viele interessante Gestalten in diesem Game, aber jetzt wird es auf jeden Fall sehr skurril. Ja, Lieblingsgericht sind Frösche. Das, Hungermampf, das merke ich. Kann ich denn irgendwie. Ah, ich kann die Frösche fangen. Zidane hat einen Frosch gefangen. Kann ich dich jetzt ansprechen? Aha. Jetzt riecht er schon was. Du hast einen Frosch bei dir. Mumpf. Der Frosch sieht gut aus. Ich liebe Frösche. Mumpf. Wer oder was bist du denn? Ich, Mumpf. Quina. Quina ist das gute Stück. Mit der Zunge, die aussieht wie Schlurp. Quina, ich weiß nicht, ob es ein Männlein oder ein Weiblein ist. Möchtest du etwas diesen Frosch hier haben, Quina? Und wie, Mumpf? Und wie, Mumpf? Kannst du gerne haben. Ein Mann, ein Wort. Mumpf. Quina hat einen Frosch erhalten. Ja, ich bin so sozial. Der sieht irgendwie lustig aus. Das ist jetzt mein Frosch. Mumpf. Okay, Mumpf. Oder kommt gleich der nächste. Quina, mit dir ist es wohl auch noch nicht weit, wenn du auf die Frösche anderer angewiesen bist. Mumpf. Die haben so eine interessante Zunge, die beiden. Dieses Schlurp hier. Boing, 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 boing. Die sehen also lustig aus. Quina, das Fangen unserer heimischen Frösche ist ein leichtes, aber der Weg des Essens ist lang und voller Tücken, Mampf. Aber Meister Quell, unsere Frösche sind göttlich, Mampf. Noch nie sind mir schaftigere Frösche begegnet als hier bei uns, Mampf. Dass du dich mit unseren Fröschen zufrieden gibst, zeigt nur deine Unerfahrenheit, Mampf. Die Welt ist groß und voller essbarer Dinge, die es zu verspeisen gilt. Mumpf.
lerne neue Länder und ihre Spezialitäten kennen. Die Welt des Essens ist groß, Mampf. Es gibt auch noch andere Länder, Mampf? Daran habe ich nicht gedacht. Mit noch saftigeren Fröschen als hier, Mampf? Mahlzeit, Mampf! Frösche sind die Leibspeise des Kuhvolkes, Mampf. Andere Länder, andere Sitten. Andere Frösche, andere Köche. Wir Kuhs leben auch auf anderen Kontinenten, Mampf. Verteilt über den ganzen Globus, Mampf. Kennst du erstmal den Geschmack anderer Frösche, wirst du ganz von selbst den Weg des Essens beschreiten, Mampf. Reisender, würdet ihr Quina mitnehmen und ihm ein wenig die Welt zeigen, Mampf? Solange es etwas zu essen gibt, wird er keine Probleme machen, Mampf. Den da mitnehmen? Ja, je mehr Verrückte, desto besser. Das passt aber. Gibt es da auch viele Frösche, Mampf? Naja, es gibt auch vieles auf dieser Welt, das um einiges besser als Frösche schmeckt. Mampf? Besser als Frösche, Mampf? Unglaublich, das muss ich alles probieren, Mampf. Ich komme mit, Mampf. Das könnte ich sein, vom Essen angetrieben. Oh Manne. Oh man. Ja, Vivi, du wunderst dich auch. Verstehe ich. Was ist denn los, Vivi? Der Chefkoch da. Der sieht fast genauso aus wie mein Großvater. Der sieht deinem Opa ähnlich? Dieser Meister Quäl oder wie der heißt? Ja, vielleicht kennt er ja meinen Großvater. Sieh dann, ich gehe ja ein bisschen mit ihm reden. Na dann hau rein. Wie sein Großvater. Interessant. Okay. Komischer Großvater. Vielleicht ist das sein Großvater, Vivi. Was gibt es, Mampf? Habe ich vielleicht etwas am Mundwinkel? Nö. Nein, aber kennst du meinen Großvater Quan? Einen alten Tattergreisch, der so heißt, kenne ich nicht. Großvater Quan war wirklich etwas merkwürdig. Aber woher kennst du ihn? Das kann ich dir nicht sagen, Mampf. Großvater Quan sah fast genauso aus wie du, Meister Quäl. Natürlich, wir Kuhs sehen alle gleich aus, Mampf. Oh mein Gott, weißt du nichts über ihn? Nein, ich habe wirklich keine Ahnung, Mampf. Sehr verdächtig. Komm, Vivi, da kann man nichts machen. Na gut. Na gut. Ich bin so traurig. Ja, schon eine komische Sache, was dieser Meister Quäl hier. Als ob er versucht, uns irgendwas zu verheimlichen. Ja, Quina ist in der Gruppe. Bounce. Mit einer Gabel. Eine Riesengabel. Das erinnert mich an einen so einen komischen Heini aus Grandia 2. Ihr werdet es nicht glauben, aber dieser Typ hat tatsächlich eine Riesengabel auf dem Rücken. Es ist kein wichtiger Charakter, aber es fällt mir gerade einfach nur so ein. Ach genau, man kann jetzt Frösche fangen. Shidan, darf ich noch ein paar Frösche fangen? Okay. Ja, man darf jetzt mit Quina Frösche fangen. Was das bringt, sagt ihr? Wenn man eine bestimmte Anzahl Frösche gefangen hat, dann... Ach, Nose. Dann, Hallo, ich will den Frosch haben. Wenn man eine gewisse Anzahl an Frösche gesammelt hat, dann kann man mit Quina neue Fähigkeiten erlernen. Deswegen ist diese Sache auch so wichtig. Bam, oh no. Ja gut, ich habe ihn noch erwischt. Ich sehe, du bist fleischig, Quina. Ja, genau. Jetzt kommt schon das Erste. Blablabla, ja. Das schenkt einem ein Jadestein. Ach nein, wir bekommen Items. Wir bekommen Items, genau. Und ich glaube, man bekommt sogar Quinas ultimative Waffe durch dieses Froschspielchen. Ich weiß nicht, ob Quina ein Weibchen oder ein Männchen ist, deswegen werde ich es als Männchen interpretieren. Ich weiß es wirklich nicht. Na komm her, ihr scheiß Frösche. Mann, ihr scheiß Frösche, kommt her. Ich krieg euch. Ich krieg's euch. Ich glaube, das ist der Froschkönig da. Ah, jetzt hüpft er raus. No. Oh, oh, oh. Ach, jetzt kommt der schon wieder. Ey, Mist, jetzt hat er meinen Frosch hier verscheucht. Bam. Was kriege ich jetzt? Äther. Okay. Irgendwann bin ich der König der Froschfänger. So, jetzt muss ich warten, bis einer wieder an Land hüpft. Und ihn mir dann packen. Yeah, ich habe den Froschkönig. Bounce. Das war doch was. So, komm her. Zwei Stück sind's noch. Dann ist der Teich schon wieder leer. Leergeräumt. Quina, schlurp.
Schlurp, schlurp, nein. Der ist zu schnell. Okay, die beiden sind da unten. Fuck, die wandern. Wie bekomme ich die beiden? Komm, hüpf an Land. Mach schon. Meine Zeit rennt weg. Oh, noes. Ich würde die beiden eigentlich gerne fangen. Okay, einer noch. Ich glaube, dann bekomme ich wieder was, oder? Ich weiß es nicht mehr. Komm her, du dreckiger Frosch. Na komm. Ich krieg dich. Bounce. Nein, ich bekomme nichts. Aber immerhin 8 Frösche gefangen. Wie gesagt, man bekommt halt Items. Aber genug. Okay. Gut, Leute, im nächsten Video würde ich sagen, geht es weiter mit der Story endlich, wenn wir uns in das nächste Dungeon begeben. Bis dahin. Macht's gut, Mampf!